Das heftige lokale Unwetter von Donnerstagnacht und die dadurch ausgelösten Murren haben in Mittersill und vor allem im Ortsteil Rettenbach enormen Schaden angerichtet. Am Tag danach helfen Katastrophenschutz, Feuerwehr und vor allem viele Freiwillige bei den Aufräumarbeiten. Wir brauchen sehr viele Einsatzkräfte, vor allem geschultes Personal, vor allem der Feuerwehren mit dem entsprechenden technischen Equipment. Und das läuft eigentlich sehr gut. Also es sind sämtliche Feuerwehren des Abschnittes 4 im Oberpinzgau hier im Einsatz und die helfen alle zusammen. Es sind aber auch sehr viele private Helfer, die mithelfen und versuchen aber die Situation wieder einigermaßen zu normalisieren. Ausräumen, schauen, was noch zu retten ist, Letten auserschöpfen. Bisschen seelische Unterstützung, das ganz Normale. Wenn Nachbarn Hilfe brauchen, nachher das zusammenhalten. Direkt betroffen ist Familie Bachmeier, deren Haus von den Schottermassen getroffen wurde und vieles zerstört hat. Ja, es ist unfassbar. Wir sind alle sprachlos eigentlich. Ja, und jetzt, ja, gestern haben wir es eh einfach geschehen lassen müssen. Und es ist halt Lob, wenn du da stehst und nichts da kannst, dass du es nicht aufhalten kannst. Aber ja, jetzt sind wir froh, dass wir alle zusammenhelfen und dann sehen wir, wie es erst. Ja, also ich muss sagen, ein erster Schritt danke an die Hilfe, Feuerwehr, Nachbarn, richtig super. Es ist eine Katastrophe, es muss auch da was passieren. Das ist keine Zukunft so. Also das muss irgendwas Grobes passieren, also sowas. Es ist ein Niederschlag gewesen, was nicht annähernd denkbar gewesen ist, dass so ein Niederschlag jemals kommt. Also so eine Urgewalt, was da gewesen ist. Gebhard Neumeier ist Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau und hat die Region heute per Hubschrauber erkundet. Jetzt ist einmal ganz wichtig, das Bachbett praktisch wieder so weit frei zu machen vom Geschiebe und von Unholz, dass das Wasser wieder schadlos abfließen kann. Das ist einmal die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, dann, man muss sich sicherlich überlegen, wie es dann weitergeht in der Zukunft, ob eine Wildbachwassergenossenschaft gegründet wird, ob Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Also wir sind gerne bereit, auch in diesem Bereich Schutzmaßnahmen umzusetzen, wenn die nötige Unterstützung da ist. Jetzt geht es aber erstmal um die Wiederherstellung des Normalzustandes und diese hat sofort begonnen, ohne Zeit zu verlieren. Das Positive ist, dass wir eine funktionierende Feuerwehr haben, die sozusagen minimierend eingegriffen hat in der Nacht, dass wir katastrophenmäßig mit dem KAT-Referenten, mit den Schnittstellen Wildbach, Einsatzkräfte gut aufgestellt sind. Ja, zuerst einmal helfen haben können, den Schaden minimieren können, absichern können und dann analysieren, wie können wir es in Zukunft noch besser machen. Leider sind wir Katastrophen geprüft, das passiert relativ oft. Das ist ein eingelaufenes System, das funktioniert gut und man kennt sie untereinander persönlich und das hilft auch sehr. Die Leute natürlich, was da betroffen sind, da wissen wir auch, wie wir damit umgehen müssen. Also da geht es sehr viel für diese Leute. Es wird sicherlich einige Tage dauern, bis man die notwendige Infrastruktur wieder einigermaßen im Griff hat. Bis die letzten Aufräumungsarbeiten da auf den Feldern, wie wir es sehen, erfolgt sind, dauert es wahrscheinlich schon noch eine Zeit.